Eine kurze Geschichte der Linke. Wir müssen in der DDR beginnen. Die SED war die Partei des Kommunismus und kontrollierte die DDR. In 1989 hatte die DDR Reformen. Erich Honecker war der Vorsitzende der SED, aber in 1989 zwang die Partei ihm zurück. Seine Nachfolger war Egon Krenz. Er war der Vorsitzende von nur 3 Tage. Dann kam Gregor Gysi. Die SED war jetzt schwach. Sie verantworteten sich zu der Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS. In 1990 hatte die DDR ihre erste offene Wahl. Die PDS bekam nur 16,4% der Stimmen. Es war das Ende des Kommunismus und in 1990 unterschrieb die DDR den Einigungsvertrag. Endlich waren sie eins Deutschland. Es war schwierig für die PDS im neuen Deutschland. Sie bekamen nur 2,4% der Stimmen während des 1990 Bundestagswahl, obwohl sie Unterstützung in den ehemaligen ostdeutschen Städten hatten. Die anderen Parteien bereiteten Angst vor der PDS und den Leuten und sie sagten, dass die Socken der Leute in der PDS roten waren. Die PDS brauchte mehr Verhandlungen, damit sie nicht starben. In 2005 gab Gregor Gysi seinen Rücktritt und die PDS bekam einen neuen Namen. Sie kombinierte mit der Wahlalternative, die eine wege linke Partei im Westen war. Jetzt waren sie die linke PDS. Die linke PDS bekam 8,7% der Stimmen. Es war ein großer Erfolg für sie und in 2007 veränderten ihren Namen zu die Linke, damit sie mehr attraktiv zu westlichen Wählern war. Heute sind die Linke die dritte größte Partei in Deutschland. Sie bekommen viele Anschläge aus den anderen Parteien, weil sie einmal die SED waren. Einige Mitglieder immer noch Meinungen haben, wie die alten SED-Mitglieder hatten, obwohl die meisten sehr linke sozialdemokratisch sind. Die Linke ist alt. Die meisten Mitglieder ist 62, obwohl ihre Meinung über wirtschaftliche Ungleichheit ist popular. Viele Leute dachten, dass die Linke sterben hätte, obwohl sie sind immer noch wichtig sind. Das war eine kurze Geschichte der Linke.